Hey ho und willkommen zurück. Wenn der Animus anzeigt, dass Sie von einer informierten Wache beobachtet werden, sollten Sie untertauchen. Auch das kleinste Vergehen würde seine Aufmerksamkeit erregen. Und wir müssen nun den Händlerkönig ausschalten. Wir haben uns in den letzten Folgen die Informationen über diesen geholt und jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen dem sagen, dass wir bereit sind, den Händlerkönig zu töten. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Gut, dann nehmen wir uns mal die Feder, die wir bald mit dem Blut des Händlerkönigs trunken, denken. So, jetzt müssen wir auf das Fest des Händlerkönigs, um ihn zu töten. Müssen wir auf der Karte gucken, wo genau der... Okay, der ist dann im Nobelviertel. Jo. Sollten wir schaffen. Aber erstmal hier raus. Ups. Ja gut, so geht's auch. Haben wir noch genug Wurfmesser dabei? Jo, 5 Stück, das passt. Da sollen wir anscheinend nicht hin, dann gehen wir mal hier lang. Da kommen wir sprinten. Jetzt geht's wieder darum, möglichst viel ausweichen. Glaubt ihr, dass ihr von jemandem verfolgt werdet? Wie rücksichtslos kann man denn? Nur eine Kleinigkeit. Wovor rennt er denn weg? Oh, ich hasse es. Mann. Diese betrunkenen, verrückten. Darum wollte ich einmal durch. Ich müssen wir hier reiten. Hinterlassen Sie eine Schneise des Leibes. Ups, da müssen wir mal eben kurz einen Templer ausschalten. Ein Kreuzzug für Wachen! Absolut, dass er jetzt die Wachen holt. Alles gut. Templer haben nur Priorität. Egal, was wir machen, erst die Templer. Springen wir mal hier rein. Ich hoffe, ich darf hier sein. Darf ich hier sein? Bitte? Ich bin ein armer Mönch, dass ich... Okay, nein, ich darf hier nicht sein. So. Och komm, geh in den Kampfmodus, danke sehr. Ja, wie ging das nochmal? So und dann? So. Okay, mit O. Okay. Für mich ist das letzte Mal ein bisschen her. Ach komm, stark auf den Boden. Danke sehr. Okay, alle tot. Können wir mal schauen, wie wir ins Fest reingelangen. Wir scheinen ja alle mächtig viel Spaß zu haben. Dir Dank, ne? Och, die Tür steht offen. Perfekt. Tag. Okay. Ich glaube, das da oben ist der Händlerkönig. Ich kann auch gerade kein Adlerauge aktivieren. Warte, wie kann ich gerade auf ein anderes Sicht gehen? Ach, da kommt er. Hallo, Händlerkönig. Möchtest du jetzt etwas sagen? Okay. Willkommen! Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte.
Ich denke, alles ist so. Boah, wie cool. Da kommt Wein raus. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde! Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Oh, so hart. Oh, tut nicht so unwissend. Haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Inwiefern ist er anders? Weil er Geld hat, oder? Mitleid, ist er Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten können die unten mal leise sein? Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug. Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Oh oh. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Oh oh. Ah, der Wein ist vergiftet. Tötet jeden, der zu entkommen sucht. Ach, du grüne Neune. Checkpoint erreicht. Wir müssen den Händlerkönig dringend töten. Wir müssen hier hoch. Und da geht's nicht hoch. Wo kommen wir da hoch? 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 Hier kommen wir hoch. Ab zum Händlerkönig. Ach komm, halt dich da. Okay. Wir können das, Leute. Können wir hier hoch? Ja. Komm, geh hoch. Geh zum Händlerkönig. Wir müssen den Händlerkönig töten. Der noch Schlimmeres anrichtet. Der Händlerkönig ist unser Feind. Können wir eigentlich mit dem Wurfmesser einfach so easy peasy? Nein, das hat nicht geklappt. Er versucht zu fliehen. Schnell, schneller, schneller. Schneller, wir schaffen ihn. Wie konnte das geschehen? Wo ist er hin? Ja. Schneller! Schneller! Hab ihn. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits.
Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns. Das klingt sich echt sehr ähnlich. Nein, wir ähneln uns nicht. Doch, ach, tut ihr. Aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Ja, jetzt haben wir nur das Problem, dass wir die ganzen Wachen-Akro haben. So, wir müssen... Ah, das ist die Action. Ah, das meinen die immer damit. Zu unserem Lager. Jeder merkt schon, wir sind heiß begehrt. Oh Gott, bitte lass hier irgendwo eine Tür sein. Hier. Okay, so. Ich weiß, dass ich gerade nicht in die richtige Richtung laufe, aber ich möchte kurz irgendwie untertauchen. Irgendwo. Wenn hier nicht überall Wachen wären. Ach Mist, verkackt. Wir müssen in die andere Richtung. Okay, wir biegen jetzt hier gleich rechts ab und dann schauen wir von dort aus weiter. Ach du grüne Neune. Au! Herzhaft! Ja. Da lang müssen wir... Lass mich in Ruhe. Versuch nebenbei noch herauszufinden, was Taste 6 ist. Na egal. Hier setzen wir uns erstmal hin. Oh, sag mal. War ich an dem vorbeilauf oder was? Okay, wir sind aber fast schon am Lager. Wir schaffen das. Ich sollte nur irgendwie noch vorher abtauchen. Sonst dürfen wir da nicht rein. Aus dem Weg, bitte. Aus dem Weg, bitte. Ich werde hier auf dem Dach ist demnächst mal was. Oh, bitte. Okay, hinsetzen. Und dann gehen wir gleich... Oh, das hat aber unangenehm. Über die Dächer zu unserem... Versteck. Okay, mich sieht jetzt gerade niemand. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Hoch mit uns. Ich glaube nämlich, auf den Dächern haben wir maximal die Bogenschützen und die bringen wir zur Not um. Also da enden wir halt nicht die ganze Stadt auf einmal. So, und ab hier rein. Die Kunde eures Erfolges kam mir zu Ohren. Abul Nukus. Ja, das hört man bei den Glocken. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Dann gehen wir mal zu Al-Mualim, sobald wir dürfen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Da
Damit haben wir Gedächtnisabschnitt 4, zumindest den ersten, komplett erfolgreich erledigt. Wir müssen mal noch die anderen in den anderen Gebieten. Ja. Töten. Denn in jeder der drei Städte. Angriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu gewinnen. In jeder der drei Städte versucht ja irgendwer an die Macht zu kommen oder nutzt aus, dass die anderen momentan im Kreuzzug sind. Mit mir. Hier bin ich. Wo bist Wie du? Ach, da hinten bist du. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Hi. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Okay. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wider. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben. Du würdest auch im Tode an deinen Sieg glauben? Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Okay. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Also erst Ihr sagt er uns... Rätsel, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann davon abzusehen. Genau das. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr ließt mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Selbstverständlich. Balance ausweichen. Ihr könnt es im Hof trainieren. Na, dann gehen wir es mal im Hof trainieren. So. Aber, kann ich ja echt durch? Ich möchte mal mich ein bisschen hier auch umsehen können. Es wären nämlich A, noch sehr viele Massiv-Flaggen, die ja irgendwo sein müssen. Und B, fehlen uns auch ganz viele Massiv-Flaggen, die ja irgendwo sein müssen. Naja. Ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen will. Das ist der wunderschöne Garten von denen. Ich finde ihn echt toll. Wollen wir mal hier runterschauen? Bitte bedenkt, wir dürfen nicht ins Wasser. Wunderschöne Aussicht, ne? Manchmal muss man das Spiel auch einfach nur genießen. Oh, Flagge. Das wusste ich nicht. Also, hier hinten ist eine Flagge, Leute. Da, wo man normalerweise niemals hingeht, außer man geht das Spiel genießen. Das hat aber die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, und zwar, ob hier noch Flaggen sind, beantwortet. Und zwar, da können wir nicht hoch. Das bedeutet auf jeden Fall, dass hier auch in der Festung Flaggen sind. Ja, es ist sorry. Das muss geschmerzt haben. Ihr habt mich ganz schön erschreckt. Es tut mir echt leid. Also, sorry. Tut mir echt leid. Warte, das war verknickt. Och Mann, ich wollte rempeln. Ach, ich kann hier drin nicht rempeln. Schade. Weißt du, ich wollte halt gerade... Sollte klar sein, ich wollte sie halt anrempeln. Kann ich da hoch? Zum Henker soll ich denn darüber kommen? So, und dann... Nö, das geht nicht. Okay. Hey, ich krieg's irgendwie anders noch hin. Hi. Wer bist du? Okay, dann halt nicht. Oh, mich dünkt, meine Schüler verstehen das nicht. Alter hier, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Oh Mann, immer der gleiche Spruch. Drücke die Taste 5, das ist
die hier. Und dann Taste 0. Dann... Ausweichen. Ausweichen. Ach komm. Also ihr müsst euch dann auch irgendwie seitlich bewegen, ne? So als Info. Also halt irgendwie auch das, den... Sonst macht ihr nur den hier, wenn ihr nichts macht. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Oder eine Frau. So, das sind unsere Sachen, die wir bisher können, aber wir brauchen... Oh, komm schon, kein weiteres Tutorial. Ihr seid beschäftigt, ich verstehe. Ja, wir sind beschäftigt. Und zwar, wir möchten ein bisschen schauen, bevor wir zu den anderen Bereichen reisen, ob wir noch irgendwelche Flaggen hier finden. Gehen wir mal einfach hier hoch und dann schauen wir dort. Irgendwo müssen ja weitere sein. Nein, hier kann ich nicht hoch. Hätte sein können. Ich kann irgendwie richtig schlecht einschätzen, wie hoch wir jetzt tatsächlicherweise springen können und wie hoch nicht. Okay. Hieran erinnere ich mich, war das nicht das, wo wir runtergesprungen sind? Als die Templer hier waren? Ja, ne? Jo! Oh. Flagge! Nein, vielleicht wann anders. Ich will gerade schauen, ob ich noch irgendwie auf einen Urballer einmal hier rüber und so anderen Turm raufklettern kann. Weil irgendwie muss ich doch da oben auch rumlaufen können, da. Der verdammte Narr hat doch den Verstand verloren. Ja, ja, ist ja gut. Anscheinend kann ich hier nirgendwo sonst noch rumlaufen. Diese wilden Hiebe öffnen dem Gegner Tür und Tor und bringen euch einen frühen Tod. Wir werden noch nicht direkt porten, sondern wir werden laufen und am Ende halt dann porten. Das schaffen wir auch. Komm hier runter. So, perfekt. Ich möchte mich noch ein bisschen mich hier umsehen. Irgendwo müssen ja die restlichen sein. Es sind ja auch nur noch 9 Stück, die ich finden muss. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Also da war ich schon, das ist das hier vorne mit den Hin- und Herspringen. Es wird irgendwo an irgendeiner blöden Ecke sein. Der Vorteil ist ja... Naja, ihr seht's und denkt so, ach, sie ist voll blind, sie sieht das gar nicht. Und dann denke ich so, ja toll, super. Ja, ich habe einfach jemand umgerannt. Das tut mir auch ganz doll leid. Nicht. Komm schon! Hat was geleuchtet. Nee, doch nicht, nur verguckt. Ich gehe hier mal kurz hier oben rauf. Kann nicht wahr sein. So, auf den Dächern ist kein weiteres. Das hätte ich jetzt gesehen. Es muss irgendwo hier in irgendeiner Seitengasse oder so sein. Seitengasse? Schon mal nicht in dieser Seitengasse. Kann mich in einen Typen hier verprügeln? Ja, das war hier. Ich dachte, ich könnte darüber springen. Er bringt ihn dazu, das zu tun. Eine weitere. Eine. Oh Gott. Zum Vater der Baum. Ist er verrückt geworden?
Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Immer noch nicht. Man mag es kaum glauben, aber ich habe eine weitere gefunden. Aber ich bin nicht verrückt, das wollte ich erst sagen. Hey, jetzt haben wir schon 4 gefunden in der kurzen Zeit. Also wirklich gut. Das heißt halt immer noch, dass 7 Stück hier irgendwo sind. Kann doch nicht wahr sein. War ich hier überhaupt schon mal? In diesem Bereich hier? Er wird sich noch verletzen. Ja, ja. Halb so wild, wenn ich mich verletze. Ich finde kein weiteres. Kann doch wohl nicht wahr sein. Da waren wir auch mal da mit dem Brief abgefangen. Ich will mal eben hochklettern. Ich habe eine weitere gesehen. Oh, Schreck, ne? Ja, komm, das hier runter. Ich kaufe von hier unten rüber. Ja, ja, ich weiß, ich bin seltsam. Sorry, sorry. Ja. Hier ist eine weitere. Damit haben wir für meinen Geschmack jetzt erstmal genug gefunden. Das heißt, ich gehe... Seltsam. Warum tut er das? Wieso ist denn mich alles seltsam? So seltsam bin ich gar nicht. Ich bin voll missverstanden. Irgendwo. Die können doch nicht verschwinden. Pff, ein weiteres gefunden. Langsam habe ich ein Gespür dafür, wo die sind. Hat in irgendwelchen verstüpften Ecken, wo man normalerweise niemals schauen würde, wenn man halt nur auf dem direkten Weg läuft. Verstüpfte Ecken. Das Wort existiert, ja? Punkt. Spätestens jetzt existiert es. Nimmt es noch im Wortschatz auf. Verschlüpfte Ecken. Wie kann man nur so tollpatschig sein? Nein, selbstverständlich existiert es nicht. Auf den Dächern ist echt keins mehr. Na denn. Er wird sich noch verletzen. Ich verletze mich nicht. Ab aufs Pferd. Du warst ein stinkiges Pferd. Wir nehmen wir das gute alte weiße Pferd. Dann reiten wir mal weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächstes machen. Mal gucken. Komm, sprinten mal. Warte mal, ist nicht auch manchmal so etwas am Wasser? Ja, aber hier nicht. Okay, nee. Ich wette mit euch, die Flaggen sind hier irgendwo außerhalb, die restlichen 5. Ich finde halt hier nie eine. Ich gehe mal hier kurz querbeet ein in der Hoffnung, dass vielleicht doch hier irgendwo... Nee. Kann doch wohl nicht wahr sein, oder? So, wir reiten jetzt trotzdem ins nächste Gebiet. Mal sehen, ob wir gleich rauskommen. Wir können nämlich den wunderschönen Teleport direkt Reise nehmen, was wir jetzt auch machen. So, und zwar nach Akkon. Das heißt, die nächste Folge starten wir im Umland von Akkon. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß und bis dann.